So, ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle sehr, sehr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Erzählt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr an Silvester gemacht habt. Aber zum Jahresanfang eine neue Challenge. Und zwar dürfen wir im heutigen Video kein einziges Mal springen. Was wir dafür machen, damit ich ja auch wirklich gar nicht cheaten kann, wir anbinden einfach springen. Wenn ich Leertaste drücke, da wo ich normalerweise springe, es wird sich nicht aktivieren, sprich, mein Charakter wird einfach immer noch stehen bleiben bzw. weiterlaufen. Ich weiß nicht, worauf ich mich hier schon wieder einlasse, aber am Ende des Videos müssen wir natürlich auch die Runde gewinnen. Bevor wir mit dem Video aber so richtig durchstarten, würde es mich natürlich sehr supporten, falls ihr meinen Creator-Code ALBIVB im Itemshop benutzt. Der Code ist echt sehr schnell eingegeben, es sind nur 6 Buchstaben. Schaut immer nach, ob der Code auch eingetragen ist. Ab und zu wird er nämlich rausgemacht von Epic Games, weil alle 2 Wochen das Ganze aktualisiert wird. Hier dann auch ganz kurz die Supporter noch eingeblendet, die meinen Code sehr fleißig eintragen und mir auf Twitter oder auf Instagram ein Bild zukommen lassen, wie sich was mit meinem Code entweder geholt haben oder den Code auch einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon. Abgesehen davon könnt ihr den Kanal noch sehr, sehr gerne kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch gar keine Videos mehr. Und jetzt würde ich sagen, wir joinen in die erste Solo-Runde oder springen. Willkommen, bitte. Okay, ich drücke Leertaste, ich spamme Leertaste und es geht nicht. Gut, also, wir können nicht. Das ist so komisch. Das Ey, wie soll ich denn? An manchen Stellen werde ich gar nicht hochkommen können. Aber gut, schauen wir mal, wie das Ganze. Ich kann nicht mehr aus dem Bus raus. Jetzt muss ich warten, bis der Bus ganz am Ende ist. Oh mein Gott. Ich kann aber die Situation nutzen, um euch zu sagen, dass ich in den nächsten Videos übrigens wieder auf eure Montagen reagieren werde. Das heißt, es wäre natürlich sehr, sehr nice, falls viele von euch einfach in den Titel Hashtag AlbiMontage schreiben, wenn ihr wollt, dass ich auf eure Montagen reagiere. Am besten no copyright music. Wenn die Copyright ist, muss ich sie halt leider ohne Sound hören. Einfach auf YouTube No Copyright Music eingeben. Und dann findet ihr auch ziemlich coole Songs, die man auch so verwenden kann. Weil eine Montage muss schon mit Sound sein. So, okay. Schauen wir mal, wie die Challenge wird. Ja gut, ich musste jetzt so defensiv droppen, ohne es zu wollen, weil ich halt einfach durchfliegen musste. Es ist komisch, nicht zu springen, ne? Ich drücke auch schon die ganze Zeit Leertaste. Ich muss auch immer, wenn ich sneake, wieder sneaken drücken, damit ich entsneake. Normalerweise drücke ich dann einfach Leertaste, da gehe ich automatisch hoch. Und auch für Sliden, wenn ich zum Beispiel slide, dann drücke ich normalerweise Leertaste. Aber es wird tatsächlich sogar empfohlen, damit man halt eben kein Momentum verliert, dass man tatsächlich nochmal sneaken drückt, weil dann läuft man weiter beim Springen. Dann verliert man irgendwie Geschwindigkeit oder so. Ich denke, ich schaffe die schon. Aber das habe ich auch letztes Mal gesagt. Die letzte Challenge, die war ja, falls ihr die noch nicht gesehen habt, da ging es darum, dass wir auf anderen Regionen, also mit extrem hohem Ping, eine Runde gewinnen müssen. Ich war auch aggressiv und ich will natürlich auch hier ein bisschen, ne, die Challenge ausreizen. Ich meine, ich soll ja auch nicht die ganze Zeit im Busch campen und dann darauf hoffen, dass irgendwie nur noch ein Spieler lebt. Ich will natürlich auch fighten. Und die Challenge haben wir tatsächlich nicht geschafft. Die werden wir nächste Season wiederholen und mal gucken, ob es dann was wird. Jetzt zum Beispiel, ich komme nicht hoch. Ich muss halt wirklich die Treppen hier nehmen. Oder mir halt selbst eine Treppe verbauen und hier so hochgehen und halt irgendwie hier so immer aus. Ach, Digga, das ist komisch. Ach, das muss ich zum Beispiel kaputt bauen, damit ich. Oh mein Gott, das ist so ein Krampf. Wenn ich jemanden pushen will und alles, das fällt mir jetzt erst ein. Springen ist voll wichtig. Ich werde auch die ganze Zeit, wenn ich so 90s mache, also das wird natürlich die einzige Möglichkeit, um irgendwie hochzukommen, weil irgendwelche Sidejumps oder irgendwelche Art Retakes, um hochzukommen, werde ich nicht machen können. Ich werde halt wahrscheinlich halt diese 90s hier machen müssen, wo ich halt nicht springe. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie ich hochkomme. Ich finde es auch übrigens sehr, sehr cool von euch, dass ihr mir immer mal wieder Challenge-Vorschläge in die Kommentare schreibt. Und ich habe auch vor, immer wenn ich jetzt zum Beispiel einen Challenge-Vorschlag sehe und tatsächlich dann den Vorschlag auch umsetze, dass ich die Person dann einfach auch erwähnen werde. Ey, mein Gott. Ich will die ganze Zeit springen, ich kann nicht. Sag ich so, wie es ist, wenn ich den ersten Fight direkt verliere, ne? Weil das ist schon echt schwer. Also nicht zu springen in Fortnite. Auch wenn ich mich umdrehen möchte, ich kann halt nicht so springen oder so. Ich muss halt so laufen, um hinter mich zu gucken. Wie so ein Bot. Auch ziemlich interessantes Video ist einfach mal die Beins zu benutzen von irgendeinem anderen Pro-Player zum Beispiel. Das ist ja auch mal eine Challenge, wo ich meine kompletten Beins ändern muss. Aber das fände ich dann tatsächlich sogar, glaube ich, eher leichter als diese Challenge hier. Weil ich ja dann nicht eingeschränkt bin. Ich muss halt einfach mich an anderen Beins ein bisschen anpassen. Ja, das Endgame jetzt am Ende, das wird so unangenehm. Das wird so unangenehm. Ich sehe keine Gegner. Das Ding ist dadurch, dass ich halt, ich fühle mich, dadurch, dass ich nicht springen kann, fühle ich mich langsam. Was auch keinen Sinn macht. Ich fühle mich so langsam. So, als ob ich irgendwie mich auch nicht auf die Suche machen kann, so richtig. Weil sonst, also ich komme, oh, da ist ein Spieler. Vielleicht will ich es bei dir haben. Ich kann nicht durch, nein. Ah, ins Sneaken. Komm ich da hoch? Ja. Zack. Wo ist er? Da unten.
Oh, ich kann nicht springen. Oh nein, es ist... Oh mein Gott, es ist ungewohnt. Ich komme nicht hoch. Komm, S1. Bitte. Ich kann nicht springen. Beheadet. Ich glaube, ich bin mit Kollaps. Nein. Ja, Mann, ich will hoch hier. Ich hätte ihn 5-mal killen können. Aber nein, das Spiel lässt mich nicht. Beziehungsweise die dumme Challenge lässt mich nicht. Diese Challenges sind manchmal so unsatisfying, weil man weiß einfach, man würde die Gegner einfach bekommen, aber man darf nicht. Man darf es nicht tun. Ich will... Nein, 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 bitte nicht. Nicht so. Oh mein Gott, das ist so nervig. Nee, die ist wirklich sehr nervig, diese Challenge. Die ist sehr, sehr, sehr nervig. Oh mein Gott, ich muss alles... Weißt du, so wirklich, als ob ich mich wirklich um so einen Opa hier kümmern müsste. Imagine Fortnite-Skins hätten jetzt einfach so ein Alter. So fühle ich mich gerade. Was war das jetzt? Hallo? Hier ist einer! Nein, nein, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss... Hallo, lauf normal, Bro. Ich kann nicht aufs Trampo. Wie komme ich aufs Trampo? So. Ah, ich bin Boss, Alter. Den Gleiter kann ich auch nicht frühzeitig aufmachen. Nein, ich hätte ihn... Komm hier nicht hoch. Jetzt wieder nur Druck von der Seite machen. Ja, jetzt macht er den. Ich kann nicht... Also wirklich, ich werde mich die ganze Zeit weiter beschweren. Ist mir egal. Egal, er wird sterben. Nicht mein Problem, Bruder. Cracked. Dieser Typ, der jetzt so genervt hat. Da, okay. Ja, la rein da. Bam, weg mit dir. Da kenne ich gar nichts, ich laufe einfach in die Spieler rein. Dann ist einer. Jetzt sehe ich die Spieler endlich. Ja. Wisst ihr, diese ganzen Sachen gehen, aber ab einem Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann mal springen muss, das ist halt wirklich komplett krank. Und wenn man im Fight ist, man kann diese ganzen Edits und so, die macht man einfach automatisch nicht, weil man Angst hat, in eine Situation zu kommen, wo man zu hoch ist und dann springen muss und dann aber stirbt, weil man dann irgendwie, ja, freiwillig runter muss. Würde ich gar nicht vorschlagen, es selbst auszuprobieren, weil macht das nicht. Ihr kriegt einfach nur Krämpfe damit. Geh in jeden rein, weil... Ich will auch fighten. Ich will an meine Grenzen kommen. Komme ich zwar schon, aber... Ja, zum Beispiel jetzt wieder. Nee, jetzt hier. Da kann ich... Ich kann nichts... Ich kann irgendwie nicht wirklich hoch hier. Ich habe auch Angst. Hier müsste ich wieder springen. Es ist... Nee, es ist katastrophal. Okay, wie so ankommt... Ich kann ihn nicht hoch jetzt. Wie soll das gehen? Ich komm. Was heißt ganz tot? Was heißt ganz schlimm? Man kann im Wasser. Ich hätte an die Küste schwimmen müssen. Oh mein Gott. Das Schlimmste ist, dass ich jetzt wieder ganz am Ende raus muss. Wäre das Wasser jetzt gerade nicht gewesen? Wäre das eine bessere Zone gewesen? Wäre das irgendwo, wo kein Wasser wäre? Ich hätte gewonnen. Das habt ihr auch gesehen. Das hat funktioniert. Am Ende habe ich den Dreh rausgehabt, das hat wieder funktioniert. Ich brauche immer so ein bisschen, damit ich diese Challenge spüre, damit ich weiß, okay, Leertaste gibt es nicht heute, Albi. Okay, es ist 40 White. Komm her. Ich will dich zurück in die Lobby schicken. Nein. Oder mach mir das Leben nicht so schwer jetzt. Komm. Dankeschön. Da haben Pampis am Start, wir sind... Stacked. Wenn ich jetzt die zwei Waffen gegen meine Leertaste eintauschen würde, würde ich das machen? Würde. Oh, Minion. Du bist tot. Du bist tot, Bro. Du bist tot. Ich weiß es auch selbst. Er ist boxt. Na, ich kann dir gar nichts. Das bringt mir aber gar nichts. Mit der Box. Das bringt mir gar nichts. Aber bleibe ich da unten stehen und der Junge lacht mich aus. Der hätte eigentlich da oben stehen bleiben können, hätte einfach einen Emote machen können. Ich hätte ihn nicht gekriegt. Ich glaube, ich gehe zu der Daily Bugle. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nämlich, Spinnarme brauche.
Die haben nämlich echt richtig gut funktioniert. Und die können mich auch, glaube ich, aus... Die können mich... Mhm, da ist er also. 42. Haben ohne Springen. 21. Die Spinnenarme können mich nämlich aus gewissen Situationen retten, wo ich zum Beispiel jetzt im Wasser bin oder so. Da sind die natürlich schon sehr praktisch. Dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein paar Spinnenarme finden. Das ist ja natürlich optimal. Ich kam von der Zipline nicht runter. Cool, Mann. Also wirklich cool. Jetzt komm, also dass er diese Stufe nicht gehen kann. Jetzt mit dem Emote. Ja, auch nicht. Für alles braucht mein Skin gerade eine extra Wurst, wirklich. Oh, was ist das? Was passiert hier, hallo? Hallo? Warum ist da eine riesen Disco-Kugel über mir? Was habe ich gemacht? Hallo? Digga, ich kann jetzt nicht mal mehr... Und ich dachte, das Game will mir jetzt das Leben komplett zur Hölle machen. Keine Leertaste, nee, nicht nur Leertaste nicht mehr, sondern meine ganzen Hotkeys darf ich nicht mehr belegen. Aber warum musste ich tanzen und der Typ konnte mich die ganze Zeit abschießen? Nein, nein, ich bin tot, glaube ich. Oh mein Gott, das war knapp. Weiß auch gar nicht, wie ich den bekommen habe, bin ich ehrlich, weil... Ich war in so einer Position, ich konnte nur sprayen. Ich konnte weder mir Mühe zum Bauen geben, noch irgendwie probieren, da der Situation zu entkommen, weil... Warum denn immer auf mich, Mann? Einfach in Zone jetzt. Oh, hier ist Stuff. Die Runde muss ich jetzt gewinnen, wirklich. Da ist er noch. Hab ich gesehen. Er ist cracked, okay. Okay, der arme Junge. Und ich gleich armer Junge. Ey, dieses Nichtspringen ist echt so behindernd. Also das ist unglaublich. Ich muss hier weg jetzt. Und ich höre die ganze Zeit, dass Leute hinter mir herkommen. Es ist so dumm. Was soll ich denn da machen? Das ist for real die letzte Runde. Und wenn ich jetzt die verliere, ne? Da habe ich einfach zwei Challenges hintereinander nicht geschafft. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss die jetzt gewinnen. Ich muss. Aber die Challenge ist auch echt schwer. Also das Nichtspringen, das ist, also das schränkt dich so oft ein. Das ist unglaublich. Oh, das war close. Ist noch jemand? Zum Glück hat er jetzt irgendwie keine Cone oder so Müll reingesetzt, wirklich. Wenn ich nicht eingeschränkt werde, wo ich wirklich springen muss, dann gehen die Fights schon klar. Ich kann mich schon anpassen. Aber es ist manchmal echt auch problematisch. Aber ganz ehrlich, wenn ich guten Stuff habe, dann will ich auch die Fights gehen. Dann mache ich mir einfach auch nur das Leben leichter. Wunder sehr, sehr knapp angefangen. Wirklich sehr, sehr knapp. Aber wir sind auf jeden Fall gut raus. Und wir haben jetzt sehr, sehr guten Anfangsstuff, finde ich. Oh. Hä? Hat er diese Sniper? Oder? Ja doch, da ist er. Ich bin rausgetappt. Ich bin rausgetappt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich bin rausgetappt. Bei mir dauert es übel lange, wieder reinzutappen, weil ich ein Dual-PC-Setup habe. Und deswegen bin ich auch gerade so glücklich. Oh, dass es mich nicht die Runde gekostet hat. Oh mein Gott. Mein Gott, finally. Ist das, also wirklich, das ist ja so ein Getryharde gerade. Problem an dem Ganzen, ich habe jetzt kein Healing. Ich muss mir hier so eine halbe Burg bauen, weil ich einfach, ich weiß nicht sonst, wie ich das schaffen soll. Es ist so schwierig, Leute so zu boxen. Das ist ein Medkit. Oh, da vorne liegt ein Medkit. Ich hoffe, dass der dahinter. Okay, ist schon mal cracked. Und wenn ich oben bleiben könnte, das wäre optimal. Mann. Ja, gut, das ist, also, wenn ich die Challenge noch gewinnen sollte, wirklich, das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich bin tot, was soll ich denn machen da? Ey Jungs, die Challenge ist nicht machbar. Ich habe so ein Pech, bis zum Ende bekomme ich dann solche Gegner, die es so nötig haben, die Runde zu gewinnen. Und statt einfach von Anfang an drauf zu gehen, spielen die so. Ey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, also ich kann mir selbst einfach nichts vorwerfen. Das ist auf jeden Fall eine Challenge, die in der nächsten Season wiederholt wird. Das ist halt nicht möglich, wenn du die ganze Zeit gesprayt wirst und du sneakst, dann wieder entsneakst. Du kannst nicht hoch, du kannst die Gegner nicht pushen. Du kannst dich auch extrem schlecht verteidigen. Es ist halt einfach wirklich eine anspruchsvolle Challenge. Ich würde trotzdem meinen, dass ich wirklich die 3 Runden schon wieder hätte gewinnen können. Es ist einfach so nervig. Es ist trotzdem schon wieder das Gleiche. Ich hätte diese Runden gewinnen können. Mich nervt es so, dass ich die erste Challenge von dem Jahr nicht geschafft habe. Maximal 3 Versuche habe ich. So ist es halt. Und ich bin ehrlich, ich habe es halt nicht geschafft. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde es mich wirklich extrem supporten, falls ihr meinen Creator-Code ALBI4B im Itemshop benutzen würdet. Das sind nur 6 Buchstaben, der Code ist extrem schnell eingegeben. Wenn ihr mich weiterhin im Jahr 2022 supporten wollt, würde es mich wirklich mega freuen, falls ihr den eintragt. Sonst könnt ihr den Kanal noch sehr, sehr gerne kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch gar keine Videos mehr. Sonst würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder in 2 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.